Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Hier siehst du einen Hirten. Er hat 100 Schafe. Er zählt sie gerade. Ein Schaf fehlt. Oh je, wo ist es hingelaufen? Er geht los, um es zu suchen. Ist es hinter den Büschen? Nein! Ist es hinter den Felsen? Nein! Ist es hinter dem Baum? Nein! Den ganzen Tag lang sucht der Hirte nach seinem Schaf. Er kletterte über Hügel und auf Felsen. Er ist müde und hungrig. Seine Füße tun weh, aber er gibt nicht auf. Endlich entdeckt der Hirte sein Schaf. Es ist hinter dem Heuhaufen. Hurra! Hurra! Er ist so froh. Er nimmt sein Schaf auf die Schulter und trägt es nach Hause. Zu Hause ruft er alle Nachbarn und Freunde zusammen, damit sie sich mit ihm freuen. Hurra! Das Schaf ist wieder da! Hurra! Sein Schaf war verloren, aber er hat es wieder gefunden. Jesus sagt, Gott ist wie der Hirte. Er liebt uns genauso, wie der Hirte sein Schaf liebt. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf.